In letzter Zeit hört man gar nichts mehr von irgendwelchen Terroristen, Salafisten. Und das ist das, was dem Staat Sorgen macht. Es wird immer schwieriger, so gefährliche, radikale Leute zu finden. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam, ar rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in. Ihr wisst ja, ich habe ja schon mal gemacht, Islam in 30 Sekunden. Ich versuche jetzt mal, Salafi in 10 Minuten zu machen. Salafi in 10 Minuten, ja. Wir hören heutzutage immer diesen Vorwurf, das sind Salafisten, das sind ganz böse, da muss man vorsichtig sein. Und dieses Wort wurde eigentlich nur von diesen Menschen benutzt, insbesondere das Wort Salafismus, um zu trennen oder um zu teilen. Denn es heißt ja so schön, teile und herrsche. Das heißt, wir isolieren diese Gruppe von Muslimen erstmal, weil die so missionarisch sind. Und dann können wir die erstmal ausschalten, das heißt Verein verbieten, aus den Moscheen ausladen, damit auch nicht so viele kriminelle Jugendliche wieder zurückkommen, Islam praktizieren und keine Drogen mehr nehmen und so weiter. Und danach kann man zu den anderen übergehen. Das ist zumindest meine Meinung, man kann mir gerne das Gegenteil behaupten. Gerne das Gegenteil beweisen, so kommt es mir zumindest vor. Erstmal Salafi. Was heißt Salafi? Salafi kommt von dem Wort, von der Wortwurzel SLF, Salaf. Was sind die Salaf? Salaf sind die Vorfahren. Bedeutet Vorgänger. Und hiermit ist in der islamischen Terminologie gemeint die ersten drei Generationen des Islam. Das heißt, das bedeutet, die ersten drei Generationen des Islam, wenn sich heute jemand Salafi nennt, dann heißt das, er sagt damit aus, dass er den ersten drei Generationen des Islams folgt. Das heißt, dass er den Islam so verstehen will, wie diese ersten drei Generationen ihn verstanden haben. Ist das etwas Neues? Ist das ein Konzept, das verwunderlich ist? Nein, das ist es nicht. Denn wenn man beispielsweise zu den allanerkannten, zu den überall anerkannten sunnitischen Tafsirgelehrten, wie zum Beispiel Ibn Kathir geht, dann sieht man, dass Ibn Kathir bei seiner Koraninterpretation erstens den Koran mit Koran erklärt, dann den Koran mit Aussagen des Propheten, dann mit Aussagen der Gefährten und dann mit Aussagen der Tabi'in. Und das sind die Salaf. Das heißt, die Koraninterpretation, die klassische Koraninterpretation bei allen sunnitischen Gelehrten geht auf die Interpretation des Salaf zurück. Und so sagt jeder Muslim, egal ob Sufi, egal ob irgendeine Gruppe von den sunnitischen Islam, dass er zu den Salaf zurückgeht. So sagen beispielsweise alle Tariqats, dass ihr Tariqat angeblich auf einen Sahabi zurückgeht, der es einem Tabi'i gelernt hat, einen Tabi'i gelernt hat. So sagen viele Tariqats, dass sie auf Ali zurückgehen. So sagt der Naqshbandi-Tariqa beispielsweise, dass er auf Abu Bakr zurückgeht. Das heißt, er geht zu einem Salaf zurück. Warum geht man dahin zurück? Weil sie diejenigen waren, die den Koran am besten verstanden haben. Denn der Koran ist in ihrer Sprache herabgesandt worden. Und sie waren diejenigen, die den historischen Kontext am besten beurteilen konnten. Denn im Koran ist es oft so, dass eine bestimmte Frage gestellt wird, zum Beispiel nach diesem oder jenem. Und dann sagt Allah, sie fragen nicht nach diesem und jenem, sage ihnen, es ist verboten, etc. So auf diese Art und Weise. Das heißt, derjenige, der herausgefunden hat, der dabei war, als der Koran herabgesandt war, der kennt den Kontext, den historischen Kontext der Herabsendung und kann deswegen auch darauf entscheiden, wie ein bestimmter Vers zu verstehen ist. So haben wir viele Beispiele dieser Art, die jetzt den Rahmen sprengen würden. Aber das ist ein überall anerkanntes Bild. Das heißt, hier kann man schon mal nichts sagen. Das heißt, es ist ganz klar, das heißt, jeder Muslim muss in den Salaf zurückgehen. Und das wird auch jeder Sufi sagen, das wird jeder, Ikhwan Muslimin sagen, das wird jeder sagen. Jeder wird sagen, man muss sich, die Sahaba sind unser Vorbild, die Tabi'in sind unser Vorbild, die Tabi'in, das heißt diese drei Generationen, die in der Terminologie die Salaf, die Vorfahren genannt werden. Jeder wird das sagen können. Und der größte Salaf ist der Prophet Muhammad, Friede und Segen mit ihm. So, das erstmal dazu. Das heißt, es ist universal anerkannt. Dann sagt der Prophet selber, die beste Generation ist meine Generation, das heißt die Sahaba, die ihn gesehen haben, an ihn geglaubt haben, dann die ihr folgt. Das heißt, warum sagt er das? Damit wir uns an dem Verständnis dieser Leute orientieren. Und natürlich, wenn jetzt neue Fragen aufkommen, muss man Ijtihad machen, muss man gucken, wie man mit einer modernen Problemstellung umgeht. Ja, aber das ist alles gar kein Problem, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nur darum, einen bestimmten Begriff in den Raum zu werfen und dann eine bestimmte Gruppe zu
stigmatisieren. Ja, dann. Was haben wir noch? Dann gibt es verschiedene Aussagen, die genannt werden. Sie nehmen den Koran wortwörtlich. Erstmal natürlich muss man ein Buch, jedes Buch, was man nimmt, muss man erstmal wortwörtlich nehmen, bis man einen Beweis findet, dass das, was dort steht, nicht wortwörtlich zu verstehen ist. Und das sagt auch jeder Muslim. Es gibt keinen Sufi, der sagt, Hand abtrennen im Koran bedeutet Zeh abtrennen oder Hand abtrennen bedeutet im Koran Banane vom Baum holen, weil es gar keine Grundlage hat. Es gibt keinen Sufi, keinen Naqshbandi, der sagt, Kopftuch im Koran bedeutet nicht Kopftuch, sondern Kopftuch bedeutet, kauf dir einen Lappen beim Aldi für 2,50 Euro. Das ist völliger Blödsinn. Weil wenn da Kopftuch steht, ist das auch damit gemeint. Das ist das logischste Konzept überhaupt. Dass wenn ich etwas schreibe, dass ich auch so meine, bis ich aus dem historischen Kontext oder aus dem Text, aus dem Kontext des Textes sehe, dass etwas anderes mit gemeint ist. Dann wird gesagt, die Salafis seien Terroristen. Erstmal sagt der Verfassungsschutz selber, dass es verschiedene Gruppen von Salafis gibt. Aber die großen Gelehrten der Salafis sagen, dass der Terrorismus unislamisch ist. So sagt zum Beispiel Sheikh Fawzan, dass diese Leute, die Gebäude in die Luft jagen, wo Kinder sind, Frauen sind, dass das keine Salafis sind, sondern Khawarij. Und der sagt, dass die sogar schlimmer sind als die Khawarij, von denen gesagt wurde, dass sie die Höllenhunde sind. Ja? Das sagt Sheikh Fawzan dazu. Dann weiter. Alle anderen Gruppen sind für sie Kuffar. Pure Lüge. Das stimmt nicht, dass alle anderen für uns Kuffar sind. Sondern im Gegenteil, wir sind sehr froh, wenn wir zum Käfer nennen. Wir haben nicht gesagt, Jamaat Tabligh sind Kuffar. Wir haben nicht gesagt, Ikhwan Muslimin sind Kuffar. Wir haben nicht gesagt, verschiedene Sufi-Gruppen sind Kuffar. Haben wir nie gesagt. Aber wir kritisieren bestimmte Handlungsweisen. So wie die bei uns bestimmte Handlungsweisen kritisieren. Jede Gruppe senkt von sich, dass sie auf dem richtigen Weg ist. So sagt zum Beispiel der Naqshbandi-Tariqa, dass sie der richtige Tariqa sind, weil der Prophet gesagt hat, ja, jede Tür soll geschlossen werden, außer die Tür von Abu Bakr. Und sie sagen, unser Tariqa geht auf Abu Bakr zurück. Das heißt, jede Gruppe sagt von sich, wir sind richtig. Heißt aber nicht, dass man jeden anderen zum Käfer erklärt. Ja? Dann wird gesagt, sie sind für ein Kopftuch. Oder sie sind für Gesichtsschleier. Erstmal, Gesichtsschleier ist keine Meinungsverschiedenheit von uns. Es ist eine Meinungsverschiedenheit der vier Aimma, der vier Madhahib. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Ahmed ibn Hanbal. Und das sind die vier Gelehrten, die sich alle sunnitischen Gruppen irgendwo orientieren. Die einen folgen ihnen blind, die anderen schauen auf die Beweisführung der einzelnen Imame. Und unter diesen Imamen gibt es Meinungsverschiedenheiten. So steht zum Beispiel im Buch von Ahmed ibn Naqib al-Misri, ja, im Buch Umdatus Sariq wa Udatu Nasik, da steht, dass Niqab Pflicht ist. Das ist eine Meinung unter den Schäfiiten. Und da gibt was, das liegt daran, weil der Imam Schäfi im Kitab al-Umm sagt, dass das Kopftuch Pflicht ist und an anderen Stellen sagt, deutet es darauf hin, dass er auch meint, dass der Niqab Pflicht ist oder andere Leute aus dem Madhab. Aber im Kitab al-Umm wird gesagt, das Kopftuch ist Pflicht. Im Hanbali Madhab ist Niqab Pflicht. Und Hanafi und Maliki Madhab haben die meisten Gelehrten die Meinung, dass das Kopftuch reicht und dass man nicht das Gesicht verdecken muss. Das heißt, das ist alles völliger Quatsch. Dann streng auslegen. Man soll uns doch mal sagen, was dort streng ausgelegt wird. Aber ich glaube, es müsste jedem deutlich geworden sein. Und ich habe, wie gesagt, ich mache das nur in 10 Minuten. Ich könnte noch detaillierter darauf eingehen, dass dieser Begriff nur benutzt wird, um zu trennen. Trenne und herrsche. Denn keiner kann uns sagen, was denn wirklich bei uns anders ist als bei anderen Gruppen. Keiner kann uns das sagen. Wird einfach gesagt, die interpretieren den Koran streng, die interpretieren den Koran wortwörtlich. Ein Ur-Islam, natürlich Ur-Islam. Jeder Muslim sagt, dass diejenigen, die die Religion richtig verstanden haben, die Sahaba sind, das sind die Salaf. Der Prophet Friede und Segen mit ihm hat gesagt, ja, Sataftariku hadhi al-umma ala 73 firqa kulluha fi nari illa wahida. Diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle davon sind in der Hölle, außer eine. Wird gefragt, wer ist diese Gruppe? Dann sagt er, Ma'ana alil yomu washabi, die so glauben wie ich und meine Gefährten. Das heißt, wir müssen gucken, wie haben diese Leute an den Koran geglaubt? Und das sagt jeder Muslim. Sufi, Tabliri, Ikhwani, Salafi, jeder sagt das. Nur inwieweit sie das praktizieren, das ist die andere Sache. Denn in der Praxis ist es so, dass viele davon zwar behaupten, den Salaf zu folgen und auch sagen, sie müssen den Salaf folgen,
aber eigentlich den Salaf nicht folgen, sondern diese genaue Interpretation des Korans nicht betrachten. Ich gebe ein Beispiel. Zum Beispiel in der Sunna, ja, wenn etwas gesagt wird, haben wir drei Quellen. Wir haben drei Filter. Wir haben den Koran, ja, jeder versucht, den so zu verstehen, wie er will. Aber dann kommt die Sunna und spezifiziert das. Und dann schauen wir nochmal, wie haben die Sahaba diesen Befehl ausgeführt. Zum Beispiel, im Koran steht, wala dhikrullahi akbar. Das Gedenken Allahs ist das Größte. Okay, das Gedenken Allahs ist das Größte. Dann sagt der Sufi, okay, dann mach ich so, hu, 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 hu. Dann sagen wir, der Prophet hat das nicht gemacht. Erstes Filter. Dann sagen wir, guck, die Sahaba haben das nicht gemacht. Die Sahaba haben sich nicht in einen Kreis gesetzt und alle zusammen hu, 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 hu gemacht. Und so wird diese Sache dann widerlegt. Das ist das, was ich dazu sagen wollte. Wie gesagt, ganz kurz und schmerzlos. Wer irgendwelche Fragen dazu hat, kann das gerne sehen. Wir sind die, die den Salaf wirklich folgen, weil wir keine Erneuerung praktizieren wie Zwangsheirat, Ehrenmord und diesen ganzen Stütz, sondern weil wir die Religion richtig praktizieren. Peace. Assalamu alaikum.